Servus, guten Morgen. Hi, morgen. Ich hoffe sehr, dass ich nicht erkannt werde. Das wäre tatsächlich das Coolste für mich, wenn ich wirklich durch die Stadt laufen kann und nicht erkannt werde. Das wäre mega. Das Ziel mit den zwei Prothesen ist, sein Aussehen zu verändern. Deswegen haben wir eine andere Zahnfarbe ausgewählt, eine andere Zahnform und andere Zahnstellung. Sehr geil. Gute Arbeit, Respekt. Cool. Die Prothesen verändern ihn auf jeden Fall. Er sieht aus wie ein anderer Mensch damit. Hallo. Grüß dich. Hi, ich bin Geraldine. Ich bin gespannt, was du machst. Auf jeden Fall. Cool, okay, komm mit. Darfst du gerne schon mit? Gerne. Ja, wir wollen ja auf jeden Fall eine große Veränderung. Mhm. Und das geht schon am besten, indem wir heller gehen. Ja. Hellblond. Ja. So. Okay. Passt super zu den Augen. Ich bin wahrscheinlich schon eher so ein eitler Typ. Also ich achte schon auf die Haare, wie sie liegen. Und ja, sollte schon gut aussehen. Mich würde interessieren, wie es dazu kommt, dass der Oberbürgermeister sich dazu entscheidet, undercover zu gehen. Also die Stadt von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, also wirklich einen ganz anderen Blick drauf zu kriegen, das fand ich super spannend. Ja, du musst dir das so vorstellen, wenn er in den Gesprächen ist, also manche sind ganz offen, die sagen, hey, Herr Boch, das und das ist das Thema, da muss was passieren. Aber bei vielen Sachen erfährst du sie eben halt doch nicht. Das macht mich wahnsinnig. Ich würde am liebsten dieses Ding da runterreißen, um mal reinzugucken, wie es aussieht. Völlig ungewohnte Situation. Also ich freue mich aufs Endergebnis. Also ich hoffe, dass ich mich freuen kann. Jedes Barthaar, was mir nachher fehlen wird, ist ein fehlender Teil von mir. Also ja, ich glaube, mit dem Bart wird es komisch. Bist du bereit? Nein. Okay, wir lassen es mit dem Bart. Okay. Krasser Moment, muss ich sagen. Also, boah, allein wenn ich mir das Gesicht gehe, also dieses Gefühl, das hatte ich über ein Jahrzehnt nicht. Nervös. Also, dann ist jetzt der große Moment. Okay, ich bin bereit. Ich freue mich. Oh, fuck. Okay, krass. Richtig, richtig krass. Hey, ich wirke jünger, oder? 35. Leck mich am Arsch, ey. Meine Frau wird sagen, ist cool. Angst habe ich davor, dass sie vielleicht sagen könnte, hey Schatz, bleib genauso wie du bist. Und zwar wie Timo. Ich glaub's nicht. Ich hab Platz. Oh mein Gott. Ein Kuss? Oh. Er ist total verändert, sieht sehr jugendlich aus durch die Brille und die Klamotten. Der Pornobalken, der ist echt krass. Okay,